Wir stellen 7 Fragen zur Produktion der neuen Staffeln von Patterson und Findus. Was macht eigentlich ein Tonmeister? Wer bist du? Hallo, ich bin Thilo Krüger. Ich bin der Tonmeister für die Synchronisation von Patterson und Findus und nebenbei auch für die gesamte Orga da, was die Synchronisation betrifft, verantwortlich. Welche Ausbildung benötigt man dafür? Meinen Beruf kann man nicht studieren, zumindest nicht das, was ich mache. Ich habe das gelernt im Rahmen eines Praktikums. Ich habe in einem großen Hamburger Studio ein Praktikum gemacht und habe das Synchronisieren da von der Pike auf gelernt. Welche 3 Dinge muss man für diesen Beruf mitbringen? Ja, welche 3 Dinge soll man mitbringen oder muss man mitbringen? Ich würde sagen, ein gutes Gehör, denn schließlich muss man das ja alles beurteilen, was man aufnimmt. Man braucht ein bisschen technisches Verständnis, wenn man mit Computern arbeitet. Damit sollte man sich auskennen auf jeden Fall, um Sachen sortieren zu können, wegsortieren, zu sichern und so weiter. Und ansonsten bringt es natürlich Spaß, mit Sprechern zu arbeiten. Man muss schnell beurteilen können, ob eine Aufnahme gut war oder ob sie nochmal gemacht werden muss. Und dafür muss man kommunizieren können, würde ich sagen. Das ist es eigentlich. Was ist das Besondere an der Welt von Patterson und Findus für dich? Ja, das Besondere an Patterson und Findus ist die Art und Weise, wie Probleme gelöst werden. Es ist halt einfach nicht umsonst ein totaler Klassiker. Es ist einfach eine super Herangehensweise und es wird alles in toller Weise gelöst mit Klugheit, Besonnenheit und das gefällt mir einfach daran. Welche Herausforderungen gibt es bei der Produktion? Ja, besondere Herausforderungen. Die Serie wirkt ja eigentlich relativ ruhig, aber trotzdem ist eine ganze Menge los. Wir haben viele Ebenen, wir haben viele Hühner, die mit vielen verschiedenen Stimmen besetzt werden müssen, die im Hintergrund halt gackern und auch ihre Kommentare abgeben. Dazu haben wir noch eine Ebene der Mucklers, die eben auch noch so ein bisschen ihren Beitrag leisten dazu, wenn auch nicht mit gesprochenen Worten, aber mit Lauten. Und so hat man eben häufig in einem Bild 3 verschiedene Ebenen quasi, die man bedienen muss und die man dann eben auch so mischen muss, dass das Richtige vorne zu hören ist und das andere im Hintergrund ist. Was hat dir ganz besonders viel Spaß gemacht? Ja, besonders Spaß macht mir an der Serie eigentlich natürlich vor allem die Arbeit mit dem Jungen, der Findus, Gianluca, der macht das total super. Ich arbeite unheimlich gerne mit Kindern, das bringt wirklich immer richtig Spaß, weil einfach andere Töne nochmal kommen als von Erwachsenen, die das eben alle schon seit vielen, vielen Jahren machen. Kinder sind so etwas unbedarfter, er ist schon eigentlich ein ziemlich großes Kind, aber einfach eine total tolle Besetzung, also das bringt mir eigentlich sehr viel Spaß. Der Sprecher von dem Patterson ist auch ein super netter Darsteller, Schauspieler, Sprecher. Wir haben ein tolles Team, wir haben einen super Regisseur und das bringt einfach alles total Spaß. Kannst du uns noch etwas von deiner Arbeit zeigen? Ja, hier befinden wir uns im Regieraum des Aufnahmestudios. Von hier aus werden die Aufnahmen gesteuert und beurteilt. Zusätzlich braucht man halt den Aufnahmeraum, der da drüben ist, mit einer Scheibe getrennt. Da drüben stehen dann die Sprecher. Das ist natürlich akustisch getrennt. Hier nehmen wir die Sachen dann auf mit einem Computer, sodass wir die einzelnen Aufnahmen bearbeiten können. Vor den Aufnahmen wird der Film eingeteilt in einzelne Takes. Das sind die kleinen Schnipselchen, mit denen man aufnimmt. So ein Schnipselchen ist ungefähr 5 oder 8 Sekunden lang. Und das ist so die Menge, so der Abschnitt, wo sich der Sprecher merken kann, was er zu tun hat. Und dann spricht er halt seinen Satz, wie zum Beispiel: Sven mit seinen Bildern fertig ist, dann sieht das richtig bunt und witzig aus. Das ist dann ein Take zum Beispiel. Wenn Sven mit seinen Bildern fertig ist, dann sieht das richtig bunt und witzig aus. Und
Ja, so ein Film wird in viele, viele Takes unterteilt. So ungefähr 200 Takes sind das bei einer Folge, Patterson und Findus. Und die Speicher werden auf einzelnen Spuren aufgenommen. Jeder Speicher wird einzeln aufgenommen. Und das heißt, man hat so hier manchmal 10, 12 Spuren für die verschiedenen Hühner, Mucklers und Patterson und Findus natürlich. Und Gustavsen, Beda, wer da auch immer eben auftaucht. Jeder hat eine Spur und am Schluss, wenn alles aufgenommen ist, werden diese Spuren zusammengemischt, zusammen mit der Musik und ein paar Geräuschen und so weiter zur fertigen Mischung. Das ist dann das, was man im Fernsehen hören kann zum Bild. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Thilo. Die 9 Folgen der 3. Staffel als Hörspiel und Video. Ab dem 14. Mai 2021 im Handel und digital erhältlich.